Ja, Leute, Premiere, das erste Mal hier und ich freue mich. Ich komme aus Lübeck angereist, ist relativ weit, aber ich bin mit dem Auto gefahren, ganz easy. Ich denke, von Lübeck bis nach Köln, Stunde 45 bist du da, ganz entspannt. Und kennt ihr das? Du bist auf der Autobahn unterwegs, du hast drei Gedankengänge. Erstens, du musst mal. Zweitens, du schaffst das. Drittens, warum hast du jemals gedacht, dass du schaffst? Und jetzt fährst du auf so eine Raststätte rauf und das Ding ist, ich benutze mein iPhone als Navi. Klappt hervorragend. Ich trottel, nimm es aus der Halterung, vergiss es auf lautlos zu machen, stecke es in meine linke Hosentasche. Wo sind die Jungs, die das kennen? Bei Sanifair am Pissoir, wenn jemand eben dran ist, ich kann das nicht. Da können Wassergeräusche, Wahlgesänge laufen, schaffe ich nicht. Es gibt beste Freunde, die streichen mit ihrer rechten Hand über meine Arschbacke, um Wassergeräusche zu imitieren. Die stehen mit 5 Mann bei Sanifair hinter mir. Das kommt gleich, Benny. Und wichtig, du musst im Uhrzeigersinn streicheln, weil andersrum kriegst du eine Latte, hat was mit den Nervenbahnen zu tun. Naja, ja. 2, 3 männliche Hörer gehen nach Hause. Stimmt das, Frank? Komm mal ran hier, das ist... Und Leute, ungelogen, voller Konzentration, ne? Ich stehe am Pissoir, aus meiner linken Hosentasche, nach 15 Sekunden, Route wird berechnet. Und das geht ja noch. Stell dir mal vor, du sitzt in der Kabine, bist am Drücken und dein Smartphone, sie haben ihr Ziel erreicht. Das willst du nicht. Aber es kommt noch besser, kommt ein 12-jähriger Junge rein, steht rechts neben mir. Nicht nur, dass sein iPhone größer war als meins, der konnte freihändig pinkeln. Und der konnte seinen Strahl anhalten und der konnte starten, anhalten, wie es beliebt war. Wie so ein Wasserspender neben mir mit 12. Und ich denke, was soll jetzt noch kommen? Es kam. Nach 15 Sekunden dreht er seinen Kopf nach links. Mit so einem fetten Grinsen guckt er mich an und sagt original, das kenne ich von Opa, das kommt gleich. Ja. Dankeschön. Ja.